Volle Konzentration, die Augen nur auf den Ball gerichtet. So sieht man Thomas Brüchle schon seit Wochen trainieren. Denn während bei den Olympioniken so langsam wieder der Alltag einkehrt, bereitet sich der Lindauer auf die Paralympics in London vor. Seit knapp 20 Jahren ist er leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Ich habe früher, bevor meiner Behinderung, Fußball gespielt. Und dann hat mein Cousin, der hat im selben Haus gewohnt, hat mich mit mir hergenommen. Und so 3-4 Jahre später habe ich dann richtig angefangen, in der Mannschaft zu spielen. Das ist der schnellste Ballsport, Rückschlagsport der Welt. Man braucht nicht nur Technik und Talent, sondern auch Kopf. Also mental ist sehr wichtig beim Tischtennissport. Mindestens genauso wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung. Einen festen Trainer hat Brüchle allerdings nicht. Stattdessen unterstützen ihn seine Teamkollegen von der TSG Lindau-Zech so gut sie können. Außerdem hat er in den letzten Monaten fast jedes Wochenende an der Tischtennisplatte verbracht. Wir hatten vom Nationalteam nochmal einen Trainingslehrgang. Letzte Woche habe ich selber individuell trainiert beim Trainingslehrgang. Ja, und man schaut halt, dass man noch viele Wettkämpfe spielt. Ich hatte vor 10 Tagen noch mal ein Turnier gegen Rollstuhlfahrer. Ja, und jetzt die Woche geht es eher um Entspannung und Vorbereitung für den Flug. Und dann die letzten 3 Tage vom Wettkampf wird noch mal in London in der Halle trainiert. Bei diesem ganz besonderen Training darf sich Brüchle dann auch auf die Unterstützung aus der Heimat verlassen. Denn neben seiner Freundin und seinen Eltern werden auch viele seiner Teamkameraden mit ihm nach London fliegen. Außerdem hat ihm der Vorsitzende der TSG Lindau-Zech versprochen, ihn im Falle eines Medaillengewinns persönlich in England abzuholen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass diese Wette eingelöst werden muss. Im Einzel sind 10 bis 12 Spieler, die eine Medaille gewinnen können. Da wird es also auf die Tagesform, auf die Auslosung ankommen. Und im Team sind wir eigentlich mit China und Frankreich Goldfavorit. Also da hoffe ich doch schwer auf eine Medaille. Doch neben allen Medaillenträumen freut sich der Weltranglistenfünfte vor allem auf den Trubel rund um die Spiele. Auf dieses berühmte olympische Flair, also auch diese mit ganz vielen Leuten aus allen Kontinenten im olympischen Dorf wohnen, neue Leute kennenlernen und natürlich die Eröffnungsfeier. Und damit er zu dieser auch pünktlich in London ist, startet der Lindauer morgen in Richtung England. Bei seiner Verabschiedung in Zech wünschen ihm die Vereinskollegen schon jetzt alles Gute.